und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um unsere Stallapotheke bzw. Momos Erste-Hilfe-Box. Ich möchte euch gerne mal zeigen, was ich da vorher schon alles drin hatte. Und ich habe auch bei einer Online-Apotheke, bei Medpacks bestellt. Ein paar Sachen waren schon abgelaufen mittlerweile und ein paar Sachen habe ich noch dazu gekauft, die ich vorher noch nicht hatte. Ich habe nämlich bei Instagram gefragt, was ihr so in eurer Stallapotheke habt und da kamen noch ein paar gute Hinweise, wo ich mir dachte, das ist nie verkehrt, wenn man das mit in der Erste-Hilfe-Box eben drin hat. Und ich habe hier so eine Putzbox, so eine kleine, die ist schon ziemlich zerkratzt und auch ein bisschen dreckig, aber passt auf jeden Fall super für mich, für meine ersten Hilfesachen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich da drin habe. Die Aufteilung kann ich euch später auch nochmal genau zeigen. Das liegt hier alles einfach aktuell so drin. Ich fange mal oben hier mit dem kleinen Fach an. Da habe ich zum einen Finistil-Tropfen. Das ist ein Anti-Allergikum für ja, so Mückenstiche, also allgemein Stiche, wenn ein Stich extrem anschwillt oder Menschen oder auch Pferde krass auf den Stich reagieren, dann kann man das eben geben. Dann habe ich hier noch ein normales Fieberthermometer, das ist normales für Menschen, aber funktioniert ja für Pferde genauso. Muss man nur aufpassen, dass es nicht versehentlich verschwindet im Pferd. Gibt es ja welche, die so ein Rückholbändchen haben, sonst habe ich jetzt nicht, weil ich mit dem genauso klarkomme. Dann habe ich hier noch Apis mellifica oder so spricht man das aus. Das sind Globuli in der Potenz D12. Die sind auch so für Stiche eben, wenn Pferde dann ein bisschen sensibel drauf reagieren. Also wenn man gestochen wird oder das Pferd, dann kann man das eben verabreichen. Ich habe das hauptsächlich wegen dem Ekzem, also diese Globuli und das Finistil. Die Finistil-Tropfen habe ich hauptsächlich wegen dem Ekzem, falls Momo da mal krass reagiert. Ich hatte das nämlich vor 2 Jahren, glaube ich. Da hatte er einen Abend, da ist er wie gestört an der Bürste gestanden und hat sich gekratzt und gekratzt und gekratzt. Und es hat einfach ausgeschaut wie so eine allergische Reaktion. Und deswegen wollte ich da einfach ein bisschen vorbereitet sein, falls sowas wieder vorkommt, eben mit diesen beiden Mitteln könnte man da eventuell helfen. Dann habe ich hier noch Rescue-Tropfen für Tiere drinnen. Kann man geben, wenn hier irgendwie so eine, wenn dann einfach irgendein Ereignis ansteht oder war, wo die Pferde nervös werden oder Angst haben, wie auch immer, kann man diese Rescue-Tropfen geben. Dann habe ich hier noch mehrere so Ballistol-Tücher drin. Das sind einfach so Ölpflegetücher. Ölpflegetücher. Die haben jetzt keinen bestimmten Zweck, aber habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen, deswegen liegen die da hier mit drin. Und dann habe ich noch Pflaster drinnen für mich. Das sind so Aquapflaster, wo halt einfach auch die Nässe nicht durchkommt. Finde ich praktisch, weil man ja dann doch öfter mal die Trense sauber macht oder abwäscht oder den Eimer auswäscht und dann kann da einfach kein Wasser an die Wunden kommen. Dann mache ich mal mit dem großen Fach weiter. Hier habe ich drinnen ein Wärmefluid. Das habe ich, glaube ich, mal bei Lidl oder Aldi gekauft. War relativ günstig, aber das kann man halt zum Beispiel so auf Muskelverspannungen drauf schmieren. Die wärmt halt so ein bisschen und habe ich eben auch immer hier drin liegen. Dann habe ich hier Krataegus oder wie man das auch genau ausspricht. Das ist ein Mittel für den Kreislauf und das hatte mir die Tierärztin mal empfohlen. Ein anderes Pferd hatte eine Kolik und da war ich mit dabei und habe halt geholfen, was ging. Und das Pferd war schon ziemlich kurz vorm Kreislaufkollaps, also die war schon fast weggetreten, weil einfach der Kreislauf nicht mehr so mitgemacht hat. Und sollte sowas mal der Fall sein, kann man eben dieses Krataegus geben und dann stabilisiert sich eventuell der Kreislauf ein bisschen. Dann ebenfalls für Kolik habe ich noch Buscopan. Das hatte mir auch damals die Tierärztin empfohlen. Das sind Zäpfchen, die kann man eben auch bei Pferden dann verabreichen. Und die sind aber mittlerweile abgelaufen, glaube ich. Ja, Juli 2019, also seit gut einem Jahr. Ich weiß nicht, ob man die noch benutzen kann, wenn sie ein Jahr abgelaufen sind. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu irgendwie was genaueres wisst oder Erfahrungswerte habt. Auf jeden Fall habe ich da jetzt neu gekauft, die zeige ich euch nachher gleich noch. Dann habe ich hier noch Beta-Isodona-Salbe. Ich finde, die sieht immer schrecklich aus, wenn die aufgetragen ist. Die ist ja so rot, rostrot, bräunlich. Aber die wirkt halt super gut bei so offenen, kleineren Wunden, die teilweise vielleicht auch ein bisschen tiefer sind. Also die geht halt auch bei kleinen, offenen Wunden, soweit ich weiß.
Zur Wundreinigung habe ich hier so ein Wundspray. Das ist aber tatsächlich kein Desinfektionsspray, sondern wirklich nur, um die Wunde zu säubern. Das ist von DM. Hier steht drauf, beugt Infektion und Narbenbildung vor, fördert die Wundheilung, reduziert die Blutung. Also es ist wirklich nur, um die Wunde sauber zu machen und nicht zum Desinfizieren. Dann habe ich hier Wundschutzcreme. Die ist auch eigentlich eher dazu da, um die Haut so ein bisschen zu pflegen, glaube ich. Vor allem, wenn sich Pferde scheuern oder so trockene Haut haben und das einfach so unangenehm ist fürs Pferd und die Haut einfach geschmeidiger werden soll, da ist so eine Wundschutzcreme, glaube ich, ganz gut. So, machen wir hier weiter. Das ist nämlich auch noch zur Wundbehandlung und zwar ist das Aluspray. Es gibt ja auch noch Blauspray und der Unterschied ist, Alu- oder Silberspray die Wunde verschließt, also da ist dann quasi so ein Film drüber, damit einfach kein Dreck mehr in die Wunde kommt. Und Blauspray ist wiederum Desinfektionsspray, soweit ich weiß. Also mit diesem Silberspray kann ich die Wunde verschließen, nachdem ich sie desinfiziert habe. Und Blauspray desinfiziert, aber verschließt wiederum nicht. Also muss man dann immer abwägen, was man genau braucht oder haben möchte. Aber da ich ein extra Desinfektionsspray noch habe, habe ich hier eben Aluspray, um die Wunde dann zu schließen. Für Koliken habe ich hier noch Colosan. Ich denke, das kennt fast jeder Pferdebesitzer. Das ist so ein krampflösendes pflanzliches Mittel. Das kann man den Pferden immer bedenkenlos geben, wenn man meint, eine Kolik ist im Anmarsch oder man schon leichte Anzeichen sieht. Und das sollte man, finde ich, auch immer im Stall oder in der Stallapotheke haben, damit man im Fall der Fälle das Pferd einfach so ein bisschen unterstützen kann, bis der Tierarzt dann vielleicht da ist oder wie auch immer man weiter verfahren möchte. Aber so bei Verdacht auf Kolik würde ich immer Colosan geben. Ansonsten habe ich jetzt hier nur noch so Verbandszeug drin, so eine elastische Haftbandage. So Einmalspritzen habe ich hier noch. Dann so Verbandszeug. Einmalhandschuhe sind hier drinnen und so größere Wundkompressen habe ich noch. So, und dann zeige ich euch noch kurz, was ich bei Medpex, also bei dieser Online-Apotheke, bestellt habe. Und zwar einmal eben ein richtiges Desinfektionsspray. Das hatte ich davor auch schon, das von Octenisept, so ein Wunddesinfektionsspray. Aber das war auch schon abgelaufen mittlerweile und auch fast leer. Das habe ich ziemlich viel benutzt. Deswegen habe ich mir hier ein neues bestellt und das benutze ich eben immer als allererstes, um die Wunden dann zu desinfizieren. Beziehungsweise, wenn sie recht dreckig sind, mache ich sie mit dem Wundreinigungsspray sauber und desinfiziere sie dann und mache dann Aluspray drauf, um sie zu verschließen quasi. Dann habe ich noch Arnika mitbestellt. Hallo. Hatte ich auch schon mal in der Box. Die sind mittlerweile irgendwo verschwunden. Ich glaube, ich habe die mal mit nach Hause genommen, weil ich sie selber gebraucht habe und keine Ahnung, wo die jetzt sind. Aber ich habe jetzt für den Stall auch nochmal welche bestellt. Arnika kann man immer geben, eben auch wenn sich das Pferd irgendwie geprellt hat oder verstaucht oder irgendwo angestoßen hat. Also alles, was mit so Stoßverletzungen zu tun hat, sage ich mal. Oder bei blauen Flecken, bei Menschen. Also alles so in dem Bereich kann man Arnika füttern. Und das Gegenstück dazu quasi zur äußeren Anwendung ist eine Arnika-Salbe. Die habe ich jetzt auch mitbestellt. Kann man eben bei Muskel- und Gelenkschmerzen oder eben, was steht hier noch, Verstauchungen, Prellungen, Blutergüssen. Also quasi genau wie bei den Globuli, nur um das eben außen drauf streichen zu können. Ist auch eine relativ große Tube, die war nicht teuer. Wie lange hält sich die? Nicht, dass ich die bald wieder wegschmeißen muss. 3 Jahre, gut 3 Jahre. Ja, finde ich auch gut, wenn man die im Stall hat, kann man auch für sich selbst vielleicht brauchen, wenn man irgendwie vielleicht vom Pferd gefallen ist oder sich irgendwo angestoßen hat. Also viele dieser Dinge kann man ja nicht nur fürs Pferd benutzen, sondern genauso für sich selbst. Das sind jetzt die Buscopan wieder, einfach in einem anderen Design. Das sind eben die alten. Ich glaube, sind einfach von verschiedenen Herstellern jetzt, deswegen sieht es unterschiedlich aus. Das sind jetzt die neuen, die halten sich wieder länger und die werde ich im Stall lassen. Dann habe ich noch Feni Hydrocord mitbestellt, auch für Sekzem. Da ist jetzt eine kleine Menge Cortison mit drin. Wollte ich auch einfach im Stall haben, falls mal ein ganz extremer Tag irgendwie kommt oder einfach ein schlimmerer Fall. Normalerweise bin ich absolut gar kein Fan von Cortison, würde ich Momo auch nur als allerletzten Ausweg spritzen lassen. Aber da das hier relativ gering dosiert ist, die gibt es auch noch mit 0,5% Cortison.
Ja, da wären dann 5 Milligramm pro Gramm drin, glaube ich. Ja. Und ja, deswegen habe ich mir die jetzt mal geholt. Werde ich hoffentlich nicht brauchen, aber ich finde es einfach wichtig, dass man für den Fall der Fälle dann sowas auch im Stall hat. Und das letzte sind Augentropfen, Euphrasia Augentropfen von Vala. Die kann man geben, wenn die Augen so tränen oder vielleicht auch so ein bisschen geschwollen sind und einfach so gereizt. Das kann sein vom Wind, vom Wetter oder wenn irgendwie was im Auge war, vielleicht so Heustaub oder sowas. Da tränen die Pferdeaugen auch gerne mal und ich habe die selber bei mir auch schon oft benutzt und das verschafft einfach sofort so eine krasse Linderung irgendwie. Also die Augen fühlen sich danach immer gleich viel besser an. Ich merke das oft mit den Kontaktlinsen, dass die Augen so gereizt und leicht gerötet sind. Und sobald ich die benutze, ist es eigentlich relativ schnell wieder gut. Und die kann man dem Pferd genauso geben. Deswegen habe ich die noch mitbestellt. So, und jetzt werde ich das ganze Zeug noch in die Box räumen. Ich hoffe, es hat alles Platz. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein paar nützliche Dinge für eure Erste-Hilfe-Box entdecken, die ihr vielleicht auch noch kaufen möchtet oder solltet. Ein paar Sachen sind wirklich so Must-Haves für mich, wenn man ein Pferd hat. Ja, dann schaut auch gern bei uns auf Instagram vorbei, würde ich mich freuen. Da kommt ihr immer mehr von uns mit als hier. Bis zum nächsten Video. Muah.